So, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserem Fachforum Ressourceneffizienz durch Schließen von Kunststoffkreisläufen. Mein Name ist Ulrike Lange, ich komme vom VDI-ZRE und ich werde durch unser Fachforum führen. Alle Teilnehmer bzw. Referenten sind schon da. Und Sie haben gerade, wenn Sie das, den Trailer verfolgt haben, beziehungsweise die Videos am Anfang, einen Film über das Kunststoffrecycling gesehen. Und da kann man schon erkennen, dass Kunststoffrecycling nicht mal ebenso aus der Techniktasche gewürfelt werden kann oder geschüttelt werden kann. Denn das große Problem ist immer noch, dass sich ein Produkt oder dass ein Produkt entwickelt wird, dann den Verbrauch durchläuft und am Ende in der Abfallwirtschaft landet. Und die Abfallwirtschaft bzw. die Recyclingwirtschaft steht dann immer vor diesem Produkt und denkt, uff, das ist ja mal wieder was ganz Neues, wie soll man das jetzt handeln? Und am Ende werden dann viele Produkte, die vielleicht recycelt werden könnten, eben doch thermisch verwertet, weil die Recyclingbranche nicht so schnell darauf reagieren kann. Und das betrifft natürlich viele aktuelle Produkte, aber auch schon alte Produkte. Die Liste ist lang. Es sind Windräder, die in der Presse waren. Es sind die Elektroroller, die wie Unkraut aus dem Boden geschossen sind. Und dann standen sie auf den Straßen rum und keiner wusste, was man jetzt eigentlich mit den Rollern, die hier rumstehen und nicht mehr verwendet werden, macht. Autobatterien, carbonfaserverstärkte Kunststoffe. Also wie gesagt, die Liste lässt sich beliebig lang erweitern. Und deshalb ist es in der Vergangenheit und heute noch viel wichtiger, eben mit allen Akteuren in der Wertschöpfungskette zu sprechen, sie alle an einen Tisch zu bringen. Die Versuche waren in der Vergangenheit schon immer da gewesen und sie sind auch jetzt noch da und sie sind auch wichtig. Und die Kommunikation, ja, diese Kommunikation eben aufrechtzuerhalten bzw. zu entwickeln, analog sowie digital. Und wie das dann in den nächsten Jahren aussehen wird, das bleibt eine spannende Reise. Wie gesagt, jetzt ist es eben wichtig, diese Akteure immer wieder an einen Tisch zu bringen, miteinander zu reden. Und deshalb freue ich mich heute auf verschiedene Redner, die wir hier im Fachforum haben. Dazu gehört auf der Produktentwicklungsseite der Herr Dr. Manfred Tacker von Circular Analytics, der über recyclinggerechte Verpackungsgestaltung reden wird, was es dort für Anforderungen braucht. Dann haben wir Herrn Dr. Friedhelm Heinrich von der TH Wildau, der ein Projekt zur Sortierung von schwarzen Kunststoffen vorstellen wird durch Raman-Spektroskopie, was immer noch ein wichtiges Thema ist, weil schwarze Kunststoffe noch nicht marktgängig, sage ich mal, aussortiert werden können. Und zum Schluss haben wir noch den Herrn Christian Schilling, der einen Online-Markthandel vorstellen wird für Kunststoffrezyklate. Da sehen wir also schon, die haben jemanden aus der Produktentwicklung, aus der Recyclingtechnik und aus dem Handel. Und um in das Thema einzuführen, haben wir dann als ersten Referenten den Herrn Dr. Volker Bering, der drei Projekte vorstellen wird, die vom DDU gefördert wurden, und zwar im Bereich Recyclingtechnik. Und kurz zwei organisatorische Anmerkungen. Einmal werden Fragen natürlich gesammelt und wir werden die dann am Ende in einer Diskussion gemeinsam beantworten. Und deshalb bitte ich die Referenten, diese 5 Minuten, die natürlich sehr kurz sind, auch einzuhalten. Ich versuche darauf Acht zu geben, dass diese 5 Minuten eingehalten werden. Nehmen Sie es mir nicht übel. Genau am Ende werden wir dann eben die Fragen, die sich dann stellen, beziehungsweise die Grundherausforderung der Kommunikation eben nochmal genauer in der Diskussion durchgehen. Deswegen würde ich mich jetzt freuen, wenn Herr Bering die Diskussion, die Vorträge beginnt. Viel Erfolg, viel Spaß. Ja, vielen Dank, Frau Lange. So, ich hoffe, jetzt sieht man die Präsentation. Jetzt muss ich das hier noch zur Seite schieben. Ja, vielen Dank. Ich möchte Ihnen jetzt gerne drei Projekte vorstellen aus dem Bereich Kunststoffbereich. Nicht nur Recycling tatsächlich, sondern eher insgesamt zum Kunststoffthema. Aber es geht auch gleich los mit einem Projekt aus dem Recyclingbereich. Hier geht es um das Recycling von Polyurethan.
Und gefördert haben wir das Unternehmen H&S Anlagentechnik GmbH in Sulingen. Es ist so, dass in Europa pro Jahr etwa 25 Millionen Matratzen produziert werden. Und die bestehen zu 40% aus speziellem Polyurethan-Weichschaumstoff. Und jede einzelne Matratze kann ganz unterschiedliche Materialien enthalten. Und wenn die dann in den Müll gelangen am Ende der Nutzung, dann ist die genaue Zusammensetzung häufig unbekannt. Einzelne Teile können bisher kaum wiederverwertet werden. Das bedeutet, dass im Prinzip ein Großteil der nicht mehr benötigten Matratze bis heute überwiegend verbrannt wird. Jetzt hat H&S ein neues Verfahren zum chemischen Recycling entwickelt, wo aus dem bestehenden Weichschaum der Matratzen ein Rezyklatpolyol erzeugt wird, also ein Rezepturbestandteil, das zur Herstellung von PUR-Hartschaum geeignet ist und der dann am Ende dieselbe Qualität hat wie neuwertiges Material. Und dieser PUR-Hartschaum eignet sich für die hochwertige Anwendung, beispielsweise zur Dämmung von Gebäuden. Und das recycelte Material, das ist noch ein weiterer spannender Aspekt, ist tatsächlich um 30% kostengünstiger als das neuwertige. Das heißt, das rechnet sich auch wirtschaftlich. Bisher ist es so, dass Recycling-Konzepte für PUR-Weichschäume häufig Kreisläufe in der Produktion von Neuware betriebsintern schließen, da wo die Rezepturen bekannt sind. Und das Spannende bei diesem innovativen Verfahren ist es jetzt, dass die Schäume verschiedener Hersteller mit unterschiedlicher Rezeptur gemeinsam recycelt werden können. Und das bedeutet eben, dass ein beträchtlicher Anteil von alten Matratzen nicht mehr verbrannt werden muss, sondern eben für andere Belange stofflich genutzt werden kann. Das zweite Projekt, das ich Ihnen vorstellen möchte, da geht es um die Kennzeichnung von rezyklierten Polyesterfasern. Da haben wir die Firma Taylor Lux aus Münster gefördert. Das war ja auch im Film zu sehen, dass Kunststofffasern aus recycelten Polyester, also RPET, erdölbasierte Polyesterfasern ersetzen können. Und viele Unternehmen möchten das auch, um ihren ökologischen Fußabdruck zu verringern, aber auch, weil es durchaus ein Marketinginstrument ist, RPET in den Produkten zu haben. Das Problem jetzt ist dabei, dass das RPET sich praktisch nicht von sogenannten Virgin PET unterscheidet, also dem erdölbasierten Polyester. Und RPET ist im Einkauf tatsächlich teurer als neu hergestellte Kunststofffasern. Und das öffnet die Tür für Missbrauchspotenzial. Deswegen sind Hersteller und Einkäufer daran interessiert, nachzuweisen, dass ihre Produkte tatsächlich aus Recyclingmaterial bestehen. Und hier setzt jetzt das Vorhaben von Taylor Lux an. Das Unternehmen entwickelt stabile, umweltverträgliche Tracer, die beim Herstellen in das Material eingebracht werden. Dadurch lässt sich ein optischer Fingerabdruck erzeugen, den man mit einem einfachen Sensor auslesen kann. Und per Knopfdruck lässt sich dann tatsächlich der Anteil von Recyclingfasern im Produkt feststellen und es sind auch weitere Informationen abrufbar. Das bietet also für Hersteller und Käufer die Chance, dass sie RPET von Nicht-RPET tatsächlich unterscheiden können und falsche Angaben ausschließen können. So, und das dritte Projekt, das haben wir gefördert, ist ein Projekt von CSCP in Wuppertal und der Verbraucherinitiative e.V. Bundesverband. Und das setzt an ein bisschen anderer Stelle an. Hier geht es um die Gestaltung von Verpackungen und die Rolle der Konsumenten. Gut gemachte Verpackungen bieten die Chance, dass große Mengen an Ressourcen eingespart werden. Ich denke, Herr Dr. Tacker wird da gleich noch speziell drauf eingehen. Hier in diesem Projekt geht es tatsächlich um die Rolle von Verbraucherinnen und Verbrauchern, denn die spielen eine zentrale Rolle bei Verpackungen, weil die eben mitspielen müssen. Wenn sie Mehrwegprodukte verwenden sollen, wieder benutzbare, unverpackte Produkte, Refill-Lösung oder eben auch besonders gut recyclingfähige Produkte kaufen sollen und die dann auch später sachgemäß verwenden, trennen und entsorgen müssen. Und viele nachhaltige Verpackungslösungen funktionieren zwar im Prinzip und theoretisch gut, scheitern dann aber im wahren Leben, weil die Einstellungen und Verhaltensweisen der Konsumierenden nicht ausreichend berücksichtigt werden. Und auch die Anforderungen und Rahmenbedingungen von Herstellern und Handeln müssen mit berücksichtigt werden. Daher haben wir in diesem Projekt oder werden in diesem Projekt alle wichtigen Stakeholder-Gruppen in einem sogenannten Club für nachhaltige Verpackungslösungen zusammengebracht. Und gemeinsam mit Zulieferern und Handel sollen hier Verpackungslösungen und Recyclingansätze gefunden werden. Im Reallabor, also einer sozusagen im Abbild, runterskalierten Abbild der Wirklichkeit, im Labormaßstab, werden dann die Lösungsansätze getestet und ausprobiert und Daten für die Implementierung in die Praxis geliefert. Und daraus kann man dann spezifisches Handlungswissen generieren und auch Empfehlungen ableiten, welche Maßnahmen und Verpackungsinnovationen zu tatsächlichen Verhaltensänderungen bei den Konsumierenden führen können und am Ende auch den Effekt haben, der intendiert ist. So, das war es im Schnelldurchlauf zu drei DBU-Projekten. Ich hoffe, ich war in den 5 Minuten und vielen Dank. Vielen Dank, das hat super geklappt, super gepasst.
Dann würde ich auch gleich überleiten zu Herrn Dr. Tucker von Circular Analytics. Sie werden über das recyclinggerechte Verpackungsdesign sprechen, was ja zu dem letzten Projekt, was der Herr Dr. Berding vorgestellt hatte, sehr gut passt. Bitte schön. Vielen Dank, Frau Lange. Ich hoffe, Sie sehen meine Präsentation schon. Recyclinggerechte und nachhaltige Kunststoffverpackungen, was ist das? Ich gebe Ihnen einen kurzen Überblick, in welchen Unternehmen ich tätig bin. Ich bin hier an der FH Campus Wien für Lehre und Forschung im Bereich Verpackungstechnologie und Ressourcenmanagement zuständig. Dann haben wir ein Industrieforum, der Austrian Packaging Forum, PackForce, wo gemeinsam hier Projekte durchgeführt werden, die zu Kreislaufschließungen führen. Und wir organisieren auch die World Packaging Organization. Das ist die weltweite Organisation von Verpackungsinstitutionen. Und als Business Consulting beschäftigen wir uns mit Verpackungsentwicklung und mit Bewertung nachhaltiger Verpackungen. Damit jetzt Verpackungen tatsächlich recyclingfähig und ich würde sagen zirkulär sind. Recycling ist nur einer der Anforderungen, die man an zirkuläre und nachhaltige Verpackungen stellt, braucht die Industrie die richtigen Tools, damit hier alle Glieder der Wertschöpfungskette wissen, an welche Anforderungen an Verpackungen gestellt werden. Diese Tools, die wir hier gemeinsam mit der Industrie entwickelt haben, sind das Packaging Design for Recycling. Hier ist es notwendig, dass möglichst auf europäischer Ebene einheitliche Kriterien da sind, wie Verpackungen gestaltet sein müssen, dass sie recyclingfähig sind. Recycling ist aber nur ein Teil der Nachhaltigkeitsbewertung, also muss es auch einheitliche Tools geben, wo hier die Unternehmen feststellen können, wie hoch ihre Umweltauswirkungen sind mit Verpackungen, wie der Produktschutz ist. Das hier ist hier in einem weiteren Tool zusammengefasst und Sie haben unten auch hier einen Link, wo Sie das abrufen können. Ich gehe jetzt ganz kurz auf wesentliche Faktoren ein, die jetzt das zirkuläre Verpackungsdesign beschreiben. Vielleicht die wesentlichsten Faktoren sind, möglichst weit verbreitete Materialien verwenden. Das bedeutet hier eine Reduktion der Materialvielfalt, die derzeit eingesetzt ist. PET-Folien oder Polyamidfolien, zum Beispiel im flexiblen Bereich, sind derzeit in den gängigen Anlagen nicht stofflich rezyklierbar. Idealerweise soll man auf recyclingfähige Materialkombinationen setzen, die im besten Fall Monomaterialien sind oder, wenn man hier Barrieren braucht, Barrieren, die einfach kompatibel sind mit diesem Recyclingprozess, was wieder eine Reduktion der Materialvielfalt bedeutet. Die gesamte Verpackung muss recyclinggerecht sein und Verpackung ist nicht nur wie in diesem Fall die Flasche selbst, sondern auch der Verschluss, Etikette, Sleeve oder ähnliches und die müssen so gestaltet sein, dass der Sortierprozess nicht gestört wird. Das heißt im besten Fall bei einer Flasche nicht mehr als 50% bedeckt sein. Wenn Sie in die Regale schauen, sehen Sie, dass Sie vollflächig gesleevte, im Milchproduktebereich viele vollflächig gesleevte Produkte haben. Die bewirken große Probleme im Sortierprozess. Wenn ich verschiedene Materialien habe, dann sollten die möglichst gut trennbar sein. Möglichst wenig bedruckt, im Idealfall transparent. Additive, welche Additive beim Recyclingprozess stören? Hier ist noch sehr viel Forschungsaufwand notwendig. Hier wissen wir noch viel zu wenig über die Akkumulation von Schadstoffen während der Recyclingprozesse. Und ein ganz großes Thema, das derzeit noch nicht geklärt ist, wenn Klebstoffe eingesetzt werden, zum Beispiel für Etikette oder ähnliche Anwendungen, wie bekommt man diese Klebstoffe wirklich getrennt von den Verpackungen und welche Klebstoffe stören dann beim Recyclingprozess? Das sind sozusagen die wesentlichen Punkte, vielleicht noch ein Designkriterium, Kleinteile, die vom Konsumenten abgetrennt werden können, sind auch verloren, typischerweise fürs Recycling. Deshalb sollten auf solche Dinge auch Augenmerk gelegt werden. Um Ihnen zu zeigen, dass zirkulär und Kreislaufwirtschaft nicht nur Recycling ist, zeige ich Ihnen hier links,
dem Multilayer-Pouch eine Verpackung, die nicht recycelbar ist, aber einen sehr geringen Carbon Footprint hat. Rechts eine Flasche und es handelt sich immer um ein Produkt, das sich am Markt befindet, eines internationalen Markenartikels, das wirklich in diesen zwei Produktvarianten vorliegt. Eine rezyklierbare Flasche, die aber einen sehr viel höheren Carbon Footprint hat. Und um noch ein weiteres Zielkonflikt hier zu bekommen, ist der Produktschutz. Wir haben uns uns angesehen, wie viel Lebensmittel in der Verpackung bleibt und nicht restentleerbar ist. Das heißt, das wirft man tatsächlich dann in die gelbe Tonne, in den gelben Sack mit der Verpackung dann weg. Und da sieht man hier zum Beispiel links bei einem Getränkekarton, der Schlagsahne enthält, dass das, was drinnen bleibt am Produkt, dreimal so viel Carbon Footprint aufweist wie die ganze Verpackung selbst. Das heißt, zirkuläres und kreislauffähiges Design muss all diese Faktoren berücksichtigen, sodass wir insgesamt zu einer holistischen Bewertungsmatrix der Nachhaltigkeit kommen, wo eben tatsächlich schon bei der Produktion berücksichtigt werden muss, der Produktschutz der Verpackung, die Zirkularität und Sie sehen hier, Rezyklierbarkeit ist nur ein Beispiel. Eine Verpackung kann gut rezyklierbar sein, aber trotzdem eine niedrige Recyclingquote aufweisen. Das ist genau das, was ich nicht haben möchte und da gibt es noch eine Menge anderer Faktoren. Und dann die Umweltauswirkungen, vor allem Carbon Footprint, aber auch der Food Waste zum Beispiel, der mit Verpackungen oft hier bedingt wird. Im Konkreten haben wir mehrere Projekte laufen, wo wir zum Beispiel im Reflex-Projekt hier uns flexible Verpackungen anschauen, die für sauerstoffempfindliche Füllgüter, wie zum Beispiel vorgeschnittene Wurst, Käse, eingesetzt werden können und wie diese gestaltet werden können, dass sie zirkulär sind. Im Cospadox-Projekt, ein Unternehmen, wo sehr viele Kosmetikpartner dabei sind, wird ein Industriestandard entwickelt für Post-Consumer-Rezyklat, das dann in der Kosmetikindustrie eingesetzt werden können. Da gibt es einfach toxikologische Probleme mit dem Rezyklat, das ja nicht gesundheitsschädlich sein kann. Und im Polycycle ein ähnliches Thema, wo es auch um Genotoxizität von Lebensmittelkontaktmaterialien geht. Damit bin ich schon am Ende. Und hier sehen Sie zum Beispiel Kombinationen, wo man sich überlegen kann, ob solche Kombinationen wirklich gut sind für die Recyclingfähigkeit. Hier in diesem Fall Kombinationen Papier-Kunststoff. Okay, vielen Dank. Jetzt schon. Vielen Dank für den, für den, Vortrag, der auch nochmal gezeigt hat, vor welchen Problematiken vor welchen ganzheitlichen Problematiken das Recycling am Ende wirklich steht. Also vielen Dank dafür. Das waren sehr umfangreiche Probleme, die da präsentiert wurden. Und jetzt gehen wir auf ein spezielles Problem ein, und zwar die Problematik der Sortierung schwarzer Kunststoffe, weil es gibt bereits Lösungen am Markt, aber die Marktgängigkeit selber ist halt immer noch sehr schwierig. Das heißt, es wird immer noch am Markt nach Lösungen gefragt. Und da haben wir den Herrn Dr. Friedhelm Heinrichs von der TH Wildau, der zusammen mit der Firma LLA das Projekt Rekord vorstellen wird. Ja. Bitte schön, Herr Dr. Heinrichs. Ja, kann man die Folien gut sehen? Man kann es sehen, ja. Ja, okay, vielen Dank. Der Titel meines Vortrages heißt Raman-Spektroskopie zur optischen Erkennung und Sortierung schwarzer Kunststoffe mittels maschinellen Lernens. Ich möchte hier unser Projekt zum Thema Plastikrecycling vorstellen, mit diesem etwas sperrigen Titel. Die Kurzbezeichnung heißt Rekord. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Bevor ich zum Projekt komme, eine kurze Vorstellung der Partner. Die TH Wildau liegt in Brandenburg, nahe der Berliner Stadtgrenze, in südöstlicher Richtung. Die TH zählt seit vielen Jahren zu den forschungsstärksten Fachhochschulen bundesweit mit einer sehr hohen Drittmittelquote. Die Studierenden können in ihren Praktika und Abschlussarbeiten an den Forschungen und in den Projekten mitarbeiten. Die TH unterhält in der Lehre auch eine Kooperation im Fachbereich Materialwissenschaften mit der Universität Tor Vergata in Rom. Die bearbeiteten Projekte sind typischerweise öffentlich gefördert und finden unter Beteiligung von typischerweise regionalen Unternehmen, aber auch Forschungsinstituten statt.
Hier sieht man mal einen Blick in unser Laserlabor, in dem auch die Raman-spektroskopischen Experimente durchgeführt werden. Die Firma LLA Instruments GmbH ist ein Spezialist für optische Analysemethoden für industrielle Anwendungen. Die Firma hat hier im Bereich Kunststoffrecycling ein Verfahren entwickelt, bei der durch Bestrahlung von Licht mit nahem Infrarot Plastikmaterialien klar identifiziert werden können. Neben einer sicheren Identifizierung kommt es dabei auch auf Schnelligkeit und Automatisierbarkeit an. Das sieht man hier ganz schön in diesem kurzen Video von der Firma. Die Materialien laufen relativ schnell mit 1 Meter pro Sekunde unter dieser Analyseschiene durch, werden mit Infrarotlicht bestrahlt, das zurückgeworfene Licht wird. Herr Dr. Heinrich, ja? die Folien werden nicht weiter angezeigt. Wir sind immer noch bei der Anfangsfolie. Aha, müssen wir nochmal gucken. Ich lasse sie einfach nur nach unten scrollen. Ich sehe die Folien. Sehen Sie jetzt was? Also immer noch die Präsentationsansicht, aber nicht die Folie, auf der Sie gerade sind. Das ist erstaunlich. Dann musst du noch mal probieren. Jetzt sind wir da. Jetzt sehen Sie das, ja? Ja, genau. Dann lassen wir diese Ansicht, ja? Mhm. Hatten Sie die Firma LLA, hatte ich kurz vorgestellt. Diese Folie, haben Sie die gesehen vielleicht? Nein. Ah, hier, das ist ja ein, das ist hier, sind ja unsere Forschungsbereiche. Hier einen Blick mal in unser Laserlabor, in dem auch die Raman-spektroskopischen Experimente stattfinden. Ja, es geht ja in dem Projekt hier um Plastikrecycling. Ja, das ist gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Die Firma LLA ist ein Entwickler von optischen Analysemethoden und hat hier ein Verfahren zur Identifizierung über Infrarotlicht entwickelt. Man sieht hier das System, die Analyse findet hier in diesem Balken statt. Die Materialien laufen relativ schnell unter diesem Analysebalken durch und müssen identifiziert werden. Die Identifizierungsergebnisse werden dann übertragen und einer Prozesskontrolle zugeführt. Das Problem hierbei sind schwarze Kunststoffe. Schwarze Kunststoffe reflektieren zum einen wenig Licht und zum anderen ist das reflektierte Licht auch noch kaum materialselektiv. Das hat uns zu unserer Idee geführt, hier die Raman-Spektroskopie einzusetzen für die Identifizierung. Strahlt man mit einem Laser hier ein, dann gibt es eine Reihe von Prozessen, Interaktionen, Absorption, elastische Streuung, die aber nicht für die Analyse brauchbar sind. Was für Analyse nutzbar ist, ist der sogenannte Raman-Effekt. Dieser basiert darauf, dass die Laserphotonen mit den Molekülen stoßen, diese zum Schwingen anregen. Diese Schwingungsenergie wird dem Laserlicht entzogen. Dadurch ändert sich die Lichtwellenlänge materialselektiv. Man enthält also einen spektralen Fingerabdruck des jeweiligen Materials. Die Herausforderung ist, dass dieser Raman-Effekt relativ schwach ausgeprägt ist. Man braucht also relativ starke Laser. Man braucht eine gute Optik und ein gutes Detektionssystem und auch eine gute Identifikationssoftware. Hier ist auch im Folgenden ist der Raman-Effekt nochmal demonstriert. Wenn ich hier mit einem Laser auf die Moleküle schieße, am Beispiel einer Methylengruppe CH2, dann setze ich diese in Schwingungen das Laserlicht ändert sich in der Farbe und die verschiedenen Materialien, zum Beispiel Polypropylen, Polyethylen und hier PVC, haben ganz verschiedene spektrale Fingerabdrücke. So, hier nochmal in der Übersicht. Das Raman-gestreute Licht wird hier spektral analysiert, mit einem leeren Datensatz verglichen. Über eine Identifikationssoftware identifiziert und der Prozesskontrolle zugeführt. Ja, zum Schluss meines Vortrages möchte ich noch aufmerksam machen auf unser in Gründung befindliches Netzwerk Ecophotonics. Hier geht es kurz gesagt darum, partnerschaftlich innovative Lösungen und Strategien im Bereich der Rohstoffrückgewinnung zu entwickeln und mit gezielten Partnerschaften Projekte zu generieren.
Das Netzwerk soll hierbei die strukturelle Basis liefern. Ja, kontaktieren Sie uns gerne für weitergehende Informationen. Wir freuen uns über Ihr Interesse und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich bin trotz der kleinen technischen Panne noch einigermaßen in der Zeit geblieben. Das passt. Okay. Vielen Dank für Ihren Vortrag und auch hier sehr interessant, das zuletzt angemerkte Netzwerk. Da werden wir sicherlich später nochmal drauf zurückkommen, weil wir ja bei Herrn Dr. Werding auch schon gehört haben, dass es dort auch einen Club geht. Man sieht also, es geht auch aktuell in die Richtung, dass sich die, ja, dass das eine Kommunikation untereinander eben stattfinden soll. Das ist natürlich dann auch wichtig, wenn es um den Handel geht. Der Herr Schiller hat ja hier einen Online-Markt etabliert oder ist gerade dabei für Kunststoffrezyklate und wird uns das jetzt ebenso kurz vorstellen. Bitte schön. Oh, Herr Fried, Herr, genau, passt. Also, ja, alles das, gut, alles gut. Jetzt müssten Sie mich auch hören und hoffentlich auch die Präsentation sehen. Ja, man sieht alles. Ich freue mich. Vor allen Dingen geht es bei uns um das Thema Digitalisierung in der Wertschöpfungskette. Surplus haben wir gegründet. Wir sind ein Startup aus Hamburg, vor 2,5 Jahren gestartet als globalen Marktplatz für zirkuläre Kunststoffe. Dahinter verbirgt sich Kunststoffabfälle und Rezyklate und auch dankenswerterweise gefördert von der DBU im Digital Green Tech Programm der DBU. Was verbirgt sich jetzt also dahinter? Das Problem ist uns allen bekannt. Deswegen gehe ich darüber relativ schnell weg, dass mit Kunststoff ineffizient gewirtschaftet wird. Liegt ja letztlich daran, dass es im Verhältnis zu wird. Hallo, ich habe so Nebengeräusche. Das mit Rezyklaten, dass es keinen ökonomischen Anreiz gab in der Vergangenheit, so weit so bekannt, weil Virgin viel günstiger war oder auch teilweise noch ist, in der jetzigen Marktsituation zwar gerade nicht, aber... Ich unterbreche nur ganz kurz. Herr Dr. Heinrichs, könnten Sie das Mikro abstellen? Super, vielen Dank. Okay. Danke dafür. Das führt dazu, dass eben verhältnismäßig wenig Qualität und Quantität und verlässliche Quantität dann auch im Markt verfügbar ist und weswegen wir Surplus gegründet haben, was oftmals unterbelichtet in meinen Augen in der Debatte ist, dass die Branche, also sowohl Kunststofferzeugung und Verarbeitung und dann Abfall und Recycling, keine wirkliche digitale Readiness aufweist. Und das eben zu einem sehr geringen Rezyklateinsatz führt. Und das natürlich hat der Gesetzgeber auch erkannt und der öffentliche Druck steigt. Das führt zu Selbstverpflichtungen und zunehmender Regulatorik, den Rezyklateinsatz in den nächsten Jahren wirklich massiv zu skalieren. Hier insbesondere natürlich den PCR-Einsatz. Also schauen wir mal, ob diese 30%, wenn man das mittelt über die Markenartikler, wirklich erreicht werden. Innerhalb sind ja dann nur noch 9 Jahre jetzt. Aber vor dem Hintergrund habe ich Surplus gegründet vor 2,5 Jahren, weil wir dann eben die Beschaffung von Rezyklaten vereinfachen wollen. Denn das ist eben schwierig aufgrund der fragmentierten Märkte, aufgrund eben der inkonsistenten Qualitäten, die dadurch entstehen und der schwankenden Verfügbarkeiten und eben der relativ geringen digitalen Integration, wie sie heute auf Seiten der gerade Abfall- und Recyclingwirtschaft noch vorherrscht, aber ebenso eben auch auf der Seite der Kunststoffverarbeiter. Und Stichwort hier insbesondere natürlich auch Nachvollziehbarkeit. Wir haben gerade Beispiele gesehen von Tracer-Technologien. Hier kann Digitalisierung natürlich auch eine wichtige Rolle spielen, wenn es einem gelingt, die Nachvollziehbarkeit von Kunststoffen in der Wertschöpfungskette digital abzubilden. Und da rede ich noch nicht über so etwas wie die Buzzwörter Blockchain, sondern hier geht es tatsächlich erstmal um die Abbildung des Lebenszyklus eines Kunststoffprodukts über eine digitale Plattform wie Surplus. Dafür haben wir eben Surplus gegründet. Mal etwas pauschal gesagt für diejenigen, die zum ersten Mal von Surplus heute hören, eine Art Amazon für recycelte Kunststoffe, die wir da schaffen, also den Einkäufern auf Seiten der Verarbeiter und Markenartikler eine digitale Möglichkeit zu geben, Kunststoffrezyklate einzukaufen, und zwar weltweit. Das hier rechts unten sehen Sie auch Live-Bilder unseres Produkts. Also wenn Sie heute auf Surplus sind, dann sind Sie in der Regel entweder Einkäufer von Rezyklaten oder Verkäufer von Rezyklaten und versuchen sich sozusagen in der Transaktion anzunähern, dass Sie dahin kommen, zu einem höheren Rezyklateinsatz zu ermöglichen. Dafür haben wir uns auch insbesondere über das Thema Standardisierung sehr stark angeguckt, weil klar, ein Handel offline wie online kann nur dann wirklich funktionieren und auch der Einsatz von Rezyklaten skaliert werden, wenn es uns gelingt, die Rezyklate stärker zu kommodifizieren.
dass es eben auch möglich sein kann, dass man nicht nur auf seine drei Lieferanten, die man bisher hat, die Rezyklate herstellen, dass man auch wechseln kann oder idealerweise ein regionaler, sogar globaler Markt entsteht, so wie bei der Neuware auch, damit es dann eben nicht mehr zu einem klassischen Argument im Markt kommt, dass man heute sagt, nein, Rezyklate ist ja schön und gut, aber damit kann ich nicht skalieren, weil ich brauche dann halt mal 100.000 Tonnen oder noch mehr bei den großen Markenartiklern, aber ich komme bei der Lieferverfügbarkeit schnell an Grenzen und deswegen wechsle ich nicht auf Rezyklat. Hier deswegen mal vereinfacht dargestellt, also wenn sich wer ist heute auf der Plattform unterwegs, vom Entsorger über den Recycler bis zum Verarbeiter haben wir die Wertschöpfungskette bei uns da und wir führen noch immer mehr Verarbeiter jetzt an das Thema ran, gerade über das Thema Standardisierung. Melden sich Verarbeiter bei uns, die sich jetzt ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen. Herr Schiller, wie soll das denn gehen? Wie komme ich denn an die Mengen und Qualitäten, um das wirklich umzubauen, meine Produktion? Das ist kein Prozess, der über Nacht funktioniert, gerade wenn man sich überlegt, dass wir ja in Beschaffungsprozesse eingreifen mit unserer Software, die gewachsen ist über Jahre, Jahrzehnte. Und insofern sind wir schon froh, dass wir jetzt mittlerweile über 1 Million Tonnen gelisteter Rezyklate auf der Plattform haben. Natürlich Standard überwiegend in den Polyolefin-PET-Bereich, aber auch mehr und mehr technische Kunststoffe, was ganz interessant ist, weil uns auch die Automobilindustrie zunehmend auf dem Schirm hat. Von daher abschließen möchte ich mit dem Thema dann eben die Kombination aus Standardisierung und Digitalisierung. Der Cospatox wurde gerade schon erwähnt von einem meiner Vorredner. Die Dienstberg 91446 kann ich Ihnen so live mitgeben heute, dass wir die am 21. Mai in die Entwurfsumfrage gegeben haben mit dem Titel Klassifizierung von Kunststoffrezyklaten nach Datenqualitätslevel für die Verwendung und den internetbasierten Handel. Wir haben uns die existierenden Normen, Standards angeguckt im Markt und haben hier die Lücken geschlossen in einem Konsortium der gesamten Wertschöpfungskette. Wenn Sie unten auf die Teilnehmer schauen, wer da alles dabei war, da haben Sie eigentlich von der alles dabei, von der Sortiertechnik über die PCR, PER-Recycler bis hin zu den Maschinenbauern und Konvertern. Die Prüflabore waren auch dabei, denn natürlich wird der Bedarf an Prüfungsdienstleistungen steigen, Stichwort toxikologische Belastungen von PCR-Material. Und die Industrieverbände waren auch dabei. Insofern haben wir da ein, denke ich, sehr solides Produkt jetzt, einen sehr soliden Standard auf den Markt gebracht, der jetzt gerade in der Entwurfsumfrage ist. Also alle Interessenten schauen sich das gerne an. Bis 21.07. kann jeder, der interessiert ist, kommentieren über das DIN. Und wir werden dann aller Voraussicht nach am 30.10. den Standard veröffentlichen. Das dazu. Und dann schließe ich mit dem Thema, dass warum wir ja auch bei der Woche der Umwelt dabei sind und uns freuen, da diesen Beitrag leisten zu können. Denn mit jeder Tonne, die über Surplus digital letztlich gekauft wird, können wir ja auch nachmessbar machen, welchen Beitrag wir leisten können zu den zwei Nachhaltigkeitseffekten CO2-Reduktion durch Ersatz von Neuware und natürlich einen Beitrag zum Thema Plastikverschmüllung zu stoppen. Denn wenn es uns gelingt, die Nachfrage nach Rezyklaten zu stärken und digital zu unterstützen, dann stärkt das Recycling insgesamt und schafft Anreize für besseres und mehr Recycling statt halt die thermische Verwertung oder sogar gar die illegale Deponierung. Ja, das so viel zu Surplus. Vielen Dank und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank für den Vortrag. Das war jetzt natürlich ein super Ende für den Bereich, wie kriegt man alle Akteure an einen Tisch, in dem Fall ins Internet. Von daher vielen Dank dafür. Wir haben auch super mit der Zeit gewirtschaftet. Also hier auch danke an die Referenten. Wir haben jetzt noch gute 20 Minuten Zeit, um zu diskutieren. Und ich würde in dem Falle gleich, weil Sie, Herr Schiller, jetzt abgeschlossen haben und direkt auch eine Frage von den Zuhörern kam, eine Frage an Sie stellen, bevor wir dann in die gesamte Diskussion einsteigen. Und zwar war die Frage: Haben die gehandelten Kunststoffrezyklate das Abfallende erreicht? Anders gefragt, unterliegen die Rezyklate den gleichen Anforderungen wie Neuware? Moment, bin ich live? Ja, Sie hören mich? Ja. Gut, wenn die Abfalleigenschaft aufhört und beginnt die Produkteigenschaft und was ich dazu sagen kann, wenn denn Kunden sich gerade dafür interessieren, grenzüberschreitend Rezyklate zu verbringen, dann wird halt kommt gleich das Thema REACH natürlich, die europäische Chemikalienverordnung auf. Also insofern die Vergleichbarkeit zu Virgin sei an der Stelle gezogen, dass natürlich müssen der Rezyklat diesen Anforderungen genügen. Der kritische Teil, den wir gerade beim internationalen Handel sehen, ist natürlich, wann erreicht denn Abfall
sein Ende als Abfalleigenschaft und wird zum Produkt. Das wird durchaus unterschiedlich gesehen. Und da haben wir mit zu, sag mal, dran zu knabbern, weswegen der Großteil unserer Handelsgeschäfte auch intra-EU stattfindet, Stand heute. Okay, vielen Dank. Dann, wie gesagt, nochmal ein großes Dankeschön an alle Referenten. Herr Dr. Berding, Sie haben viel mit Forschungsprojekten zu tun, die bei Ihnen eingereicht werden, die Sie dann etwaig fördern. Hat sich das bei Ihnen in der letzten Zeit geändert, dass Sie beispielsweise sagen, vor 5 Jahren waren es noch nicht so viele Projekte, die sich mit Recycling befasst haben. Jetzt ist es mittlerweile schon so, dass es beispielsweise mehr in die Vermeidungsrichtung geht, weil ja gesagt wird, eigentlich ist Recycling zwar eine gute Sache, aber noch besser wäre natürlich vermeiden. Und wenn Sie jetzt die Vortragenden eben gehört haben, wie sehen Sie diese Zukunftschancen der Schließung der Kreisläufe im Kunststoffbereich tatsächlich? Also sind wir auf einem guten Weg oder ist es so, dass wir tatsächlich gerade den Tropfen auf den heißen Stein erreicht haben und doch noch eine ganze Menge zu tun haben? Oh, ich glaube, wir haben ein Standbild. Ansonsten machen wir kurz, ich glaube, das hat sich gerade aufgehangen bei Ihnen. Die Frage war wahrscheinlich nicht so lang. Dann würde ich direkt mal weitergeben, die Frage an Herrn Tacker, beziehungsweise die nochmal ein bisschen spezifizieren, weil Sie natürlich wirklich ein Wahnsinnsportfolio haben, was Sie dort leisten und natürlich direkt in der Materie Schließung von Kreisläufen drinne stecken. Und da meine Frage, wie hat sich das auch? Ich meine, Ihr Unternehmen gibt es jetzt, glaube ich, seit 2019, aber Sie stecken natürlich schon lange in der Materie drin. Wie hat sich das von den Unternehmen geändert? Ich denke mal, am Anfang war es erstmal schwierig, dort Fuß zu fassen. Und wie ist jetzt die Nachfrage? Ach, jetzt sind Sie wieder da, Herr Berding. Tut mir sehr leid, da war alles gerade gut. Irgendwie ein Glitch. Sind Sie schon weiter oder soll ich noch mal? Halb weiter. Ich hab die Frage so ein bisschen weitergereicht an Herrn Dr. Tacker, aber Sie können ja im Tandem antworten. Ja, dann darf ich mal auf. Also tatsächlich, der Forschungsbereich Recycling ist im Forschungsbereich lange und auch in der technischen Entwicklung lange ein sehr wichtiges Thema gewesen, wo wir auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren Projekte fördern und da sukzessiv sehr viele Fortschritte gemacht haben. Und jetzt auf Dauer muss da auch weiter was passieren, aber ich glaube, und das wird ja auch heute hier klar, wir brauchen Ansätze, die über die Recycling-Technologie und die Abfallbewirtschaftung hinausgehen. Und wenn wir jetzt ins Thema Circular Economy gehen, was wir als DBU stärker in Zukunft aufgreifen und verfolgen wollen, dann brauchen wir ganzheitliche Ansätze, die überall funktionieren oder ansetzen. Das geht bei der Rohstoffseite los, Produktgestaltung, so wie auch Herr Tacker das schon aufgegriffen hat, aber auch eben das Verbraucherverhalten, eine ganze andere Art von Verpackungs Systemen und Stoffsystemen, die wir da brauchen. Mit mehr Reuse, Sharing, Mietmodellen, Virtualisierung und so weiter. Und da merken wir, dass langsam da auch mehr passiert und tatsächlich auch jetzt dauerhaft mehr Ideen in diesem Bereich auftauchen und das Ganze eben von der reinen Abfallbewirtschaftungsseite langsam sich löst und tatsächlich in die anderen Bereiche hineingeht. Und wir sehen da sehr viele Forschungsfragen und technische Entwicklungsfragen, aber auch Fragen für soziale Innovationen und gesellschaftliche Innovationen. Und dementsprechend bedeutet Forschung da nicht nur technische und wissenschaftliche Entwicklung, sondern muss in allen Bereichen greifen. Und da habe ich den Eindruck, dass tatsächlich das auch im Bewusstsein vieler inzwischen ankommt und da auch größere Lösungen langsam oder andere Lösungen langsam versucht werden. Mhm. Vielleicht in Ergänzung dazu, aus technischer Seite sehen wir hier sehr viel Bewegungen derzeit am Markt. Ich finde, diese Initiative und diese Plattform von Herrn Schiller mit Surplus ist zum Beispiel etwas, was uns hier sehr weiterbringt, vor allem diese Standardisierung dieser Recyclingqualitäten und dann diese Vermittlung dann dieser Recyclingqualitäten an die richtigen Anwender ist, glaube ich, key. Wenn ich mir jetzt
die Rahmenbedingungen ansehe, in denen die Industrie jetzt vor allem im Verpackungsbereich positioniert ist, dann haben sich alle großen Markenartikler und alle großen Handelsunternehmen entschieden, im Jahr 2025 ausschließlich hier recyclingfähige Verpackungen einzusetzen. Derzeit sind am Markt sehr viele Lösungen nicht recyclingfähig. Wir reden von mindestens 30-40% an Kunststoffverpackungen und an Verbunden. Da tut sich jetzt sehr viel, denn jede Branche weiß, wenn sie hier zum Beispiel im Bereich Rigid PET, also Trays oder Schalen, hier keine Lösung findet, wo sie eine wirklich gute Recyclingfähigkeit zustande bringt, dann werden sie im Jahr 2025 Riesenprobleme am Markt haben. Das heißt, deshalb machen wir selbst hier Projekte und es gibt hier sehr viel Kapital, das in diese Projekte reingeht und wo hier wirklich sehr viele Investitionen stattfinden und auch Entwicklungen. Ganz wichtig wird sein, neben dem mechanischen Recycling das chemische Recycling weiterzutreiben. Hier hat der Herr Berding ja auch Projekte vorgestellt, die, glaube ich, wirklich in die richtige Richtung gehen. Vor allem für den Bereich flexible Verpackungen, die sonst sehr gute Eigenschaften in Richtung Carbon Footprint haben, ist derzeit ein wirklich gutes und ökonomisches mechanisches Recycling fast unmöglich. Nur für große Folien funktioniert das, aber alles, was kleiner ist, geht nicht. Das heißt, da tut sich sehr viel. Wir erwarten bis 2025 hier einen Riesenanschub, werden aber diesen Gap sicher nicht in allen Ländern der Europäischen Union geschlossen haben. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass wir wirklich diese 50% Recyclingquote erreichen, die im Jahr 2025 europaweit erreicht werden sollen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt, was noch fehlt und was ein bisschen dazu führt, dass man sehr viel jonglieren kann, ist, es gibt keine einheitliche Definition, was Recyclingfähigkeit bedeutet auf der Europäischen Union. Und das ist wirklich ein Skandal und an der Zeit, dass hier so eine Definition herkommt. Sonst weiß die Industrie eigentlich nicht, auf welchem Spielfeld und mit welchen Regeln sie spielt. Vielen Dank für den Hinweis. Vielleicht noch eine kurze Frage in Bezug auf das chemische Recycling. Wird das durch Sie, Herr Dr. Berding, explizit auch gefördert als besondere Marke oder nicht Marke, aber besondere, Sie wissen schon, was ich meine. Ja, also das ist Teil unseres Förderportfolios. Sind okay, natürlich die, wie wir es ja bei den Matratzen, bei dem POR-Projekt gesehen haben, ist Teil unseres Portfolios, das zu machen, da wo es wirklich sinnvoll ist und gut funktioniert. Ist hier ein Beispiel dafür, dass es eben auch in der Lage ist, dass man nicht nur innerbetriebliche Kreisläufe schließt, sondern auch überbetriebliche Ansätze hat, die noch viel wichtiger sind. Also bislang haben wir viele Technologien, die wirklich sozusagen im kleinen Kreis gehen, was sehr wichtig und gut ist zur Ressourcenoptimierung und so weiter. Aber wichtig ist jetzt, so Lücken zu schließen und Brücken zu schaffen. Und muss man dann im Einzelfall schauen, aber da bieten sich solche Technologien an, um eben Produkte, die Abfall auf der einen Seite sind, Rohstoff für die andere Seite werden. Und ich glaube, das ist eine große Zukunft, die wir haben. Und das sind auch viele Lösungen, die wir da noch brauchen. Das scheint dann auch ein Interesse generell zu sein, weil die Frage nach dem chemischen Recycling, die kam auch vom Publikum. Also auch hier ist das Interesse groß. Und wenn wir dann nochmal von den Schließen der Kreisläufe und dass dann alle eben gefragt sind, wenn wir davon reden, dann frage ich Sie nochmal, Herr Dr. Heinrich, Sie haben von einem Netzwerk gesprochen, das Sie gründen möchten. Könnten Sie da nochmal genauer sagen, was das Ziel ist, beziehungsweise wer dort mitwirken soll? Ja, wir sind ja eigentlich auf diese Netzwerkidee durch unsere Kooperationspartner gekommen, einmal LLA. Wir haben hier zwei Projekte, eins, was ich vorgestellt habe, zum Recycling von Plastik und ein anderes, da geht es auch um Energieeffizienz und das ist ja letzten Endes auch irgendwie gekoppelt. Und da kam die Idee auf, dass wir ein Netzwerk gründen. Wir haben hier an der Hochschule relativ viele Netzwerke schon, die auch gefördert werden vom Bundesministerium für Forschung in dem zentralen Innovationsprogramm Mittelstand, also ZIM. Ziel dieser Netzwerke ist es einfach, Kompetenzen zu bündeln. Ja, ich denke auch in dem Bereich Recycling sind ganz viele technische Problemstellungen, auch vielleicht noch diagnostische Problemstellungen oder Fragen der mechanischen Sortierung chemischer Art zu lösen. Und da wollen wir eigentlich Expertise einfach zusammenbringen und gemeinsam innovative Lösungen entwickeln in diesen Bereichen, also ja, Ressourceneffizienz im weitesten Sinne.
Und ja, das Netzwerk ist einfach die strukturelle Basis dafür. Letzten Endes ist da geplant, also auch entsprechende Projekte zu spezifischen Themenstellungen durchzuführen und sich diese natürlich fördern zu lassen. Wir würden auch dann typischerweise mit Unternehmen diese Projekte machen und auch Hilfestellung bei der Projektbeantragung und im Vorfeld kommunikative Art und so weiter geben. Ne? Ja. Ja, die Kontaktdaten haben Sie ja da, also die Interessierten können sich ja dann gerne bei Ihnen melden. Ne? Ja, bitte melden Sie sich gerne. Das Netzwerk ist offen für kleine und mittelständische Unternehmen hauptsächlich, aber auch für Forschungsinstitute. Eventuell, es gibt ja auch ein Netzwerkprogramm, vielleicht sollte ich das noch kurz erwähnen, CIM International sogar. Da sind wir im Moment noch nicht so ganz sicher, ob man es vielleicht sogar CIM International etwas internationaler halten könnte. Ja, mit irgendeinem Partner aus der EU. Das ist noch in der Diskussion. Ja. Naja. Vielleicht nochmal, das chemische Recycling hat sich jetzt gerade im Forum sehr etabliert. Also man sieht ja auch hier ist die Nachfrage groß. Und zwar da vielleicht nochmal an Herrn Dr. Tacker. Ist hier die Frage, das chemische Recycling ist mit hohem Energieeinsatz verbunden und verursacht so einen hohen CO2-Footprint. Ist das denn nicht wieder... sozusagen schwierig, wenn man sagt, chemisches Recycling, aber am Ende hat man mehr Energieeinsatz als das, was dann wirklich recycelt wird? Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der hier gebracht wird. Deshalb habe ich auch versucht, diese gesamtheitliche Nachhaltigkeitsbewertung hier darzustellen. Also es ist einfach grundfalsch, wenn man nur einen Parameter betrachtet und nicht das Gesamtbild. Das heißt, der Carbon Footprint gehört dazu, es gehört der Produktschutz dazu, es gehören die Anwendungsbereiche dazu, der Herr Schiller weiß das sicher besser noch als ich, wie viel von den Rezyklaten aus Polyolefinen derzeit in Blumentöpfe, Parkbänke oder ähnliche Anwendungen, die eigentlich Downcycling sind, kommen. Und wie viele Gartenzwerge braucht man in Deutschland und in Österreich? Also ich denke, wir hätten schon fast genug. Und beim chemischen Recycling muss natürlich ganz genau geschaut werden, ob hier nicht unter dem Stichwort stoffliches Recycling hier einfach ein schädlicher Prozess verpackt wird. Und das muss einfach gesamtheitlich bewertet werden. Und sehr viele LCAs, die ich kenne, unterstützen auch diese Aussage. Ja, das heißt, ob das wirklich die Lösung ist, muss man sich wirklich im Detail und Fall zu Fall anschauen. Was ich da gerne hinzufügen möchte, was mich interessiert bei den LCAs der verschiedenen Recycling-Technologien, ich kenne bisher noch keine, also vielleicht kennen das ja die Referenten, ich kenne bisher noch keine, die versucht, auch den Umweltimpact der Abfälle in der Umwelt einzupreisen in die LCA von Kunststoffen oder schlecht recycelbaren Kunststoffen, wo die Wahrscheinlichkeit ja dann doch hoch ist, dass es eben sogar bis in die Umwelt gelangt. Wir hatten ja gerade wieder große Mengen, die in die Türkei verbracht worden sind. Das war ja gerade, ging ja groß durch die Presse, weil gehört zu einer vollständigen LCA natürlich auch dazu. Ich kenne da bisher noch nicht, wo wirklich versucht wird, den Schaden an Biodiversität oder sogar bis hin zur menschlichen Gesundheit mit in die LCA von Kunststoffen aufzunehmen. Ist mir bisher nicht wirklich bekannt. Also den CO2-Abdruck, den können wir mittlerweile ganz gut abbilden, ja. Aber in der Diskussion gehört für mich für die ganzheitliche Betrachtung der Recycling-Technologien und des Lebenszyklus eines Kunststoffes eben auch dazu, der zunehmende Eintrag in die Umwelt, der ja noch weiter zunehmen wird, wenn, was voraussichtlich ja so der Fall sein wird, die globale Kunststoffproduktion massiv zunehmen wird. Also die Zahlen, die mir da vorliegen, bis 2050 geht von einer Vervierfachung der weltweiten Kunststoffproduktion aus. Und wenn wir das Leck in die Umwelt nicht geschlossen haben, dann wird der Eintrag in die Umwelt ja eben im gleichen Maße zunehmen. Ja, und das möchte ich also nur so eine Fragezeichen mit in die Runde geben, ein skeptischer Blick auf die LCAs des Kunststoffs, dass man da auch genau hinschaut, wie sieht es dann mit den Schäden an der Biodiversität aus, wie sieht es mit den Schäden für die menschliche Gesundheit aus. Das, denke ich, stehen wir noch ganz am Anfang. Ja, vielleicht nur ein kurzer Satz dazu. Die LCA kann das methodisch nicht, weil es keine Methodik gibt, um das Littering-Potenzial und die Auswirkungen hier einzubeziehen. Deshalb braucht es hier zusätzlich zur LCA diese gesamtheitliche Nachhaltigkeitsbewertung. Sonst sehe ich nur einen Ausschnitt der Realität. Ja, das ist richtig. Und gerade die Bewertung
die Ganzheitlichkeit, man sagt immer, es soll ganzheitlich sein, aber wo hört die Ganzheitlichkeit auf? Ne? Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch ein recht schwieriger Prozess ist im Rahmen der Europäischen Union. Ne? Erfordert Abstimmung zwischen allen Partnerländern und so weiter. Bestimmt kein ganz einfacher Prozess, denke ich. Definitiv nicht. Also es wird auf jeden Fall noch viel Potenzial bzw. viel Arbeit auf uns drauf zukommen. Hier mal noch eine Frage aus dem Publikum, dass ich das nicht ganz außen vor lasse. Und zwar geht es um die Rolle nochmal hier der Kunststoffvermeidung. Vielleicht auch nochmal Sie an Sie, Herr Dr. Tacker, weil natürlich das Recycling ist ein wichtiger Schritt, eben um die Kreisläufe zu schließen. Aber gibt es eben dort auch im Verpackungsbereich Ansätze, um zu sagen, vermeiden jetzt vielleicht nicht der verpackungslose Laden. Das ist immer das beste Beispiel noch dafür, dass man sagt, man kann Lebensmittel verpackungslos einkaufen. Aber gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten, wo die Unternehmen jetzt beispielsweise auch sagen, ich brauche den Materialverbund so und so nicht mehr. Wenn ich das Material nehme, dann kann ich einsparen und das Produkt wird genauso gut geschützt oder irgend sowas in die Richtung. Ja, da gibt es jetzt sehr viele Entwicklungen, vor allem weil es auch logistischen Druck gibt in vielen Ländern Europas. Um Österreich zu nennen oder auch die Niederlande zu nennen, gibt es Kunststoffeinsparungsziele, zum Beispiel bis 2025 um -20% Kunststoffverpackungen am Markt, verglichen mit den Zahlen 2017 oder 2018. Tolle Aussichten für die Kunststoffbranche hier, um zu schrumpfen. Und deshalb gibt es sehr viel Druck und sehr viel Substitution auf der einen Seite durch papierbasierte Lösungen. Papier ist jetzt eindeutig der Gewinner in diesem Kreis. Auf der anderen Seite hier Hinterdruck in Richtung Mehrweglösungen, verpflichtende Mehrwegquoten, zum Beispiel für Getränkeverpackungen in vielen Ländern diskutiert. Zusätzlich das, was Deutschland schon lange hat, für viele andere Länder Einwegpfand, um hier auch die Kreisläufe zu schließen, aber auch um Druck zu setzen, um hier bestimmte Verpackungen vom Markt nehmen zu können. Da tut sich sehr viel und natürlich gibt es auch noch Überverpackungen am Markt, vielleicht weniger im Lebensmittelbereich, aber zum Beispiel im Kosmetikbereich. Da könnte man noch einiges machen, aber ich glaube, die ganz großen Einsparungen, da muss wirklich in Richtung Mehrweg gehen oder es muss hier in Richtung andere Materialien, Materialsubstitutionen gehen. Der Mehrweg, Herr Schiller, wäre das denn nicht eigentlich ein Konzept gegen Ihre Lösung? Naja, wie gesagt, ich wünsche mir sehr, sehr viel mehr. Und wenn Surplus irgendwann kein Geschäftsmodell mehr hat, weil wir dauernd Mehrwertmodelle haben, dann ist ja meine Arbeit erledigt. Dann kann ich mich einem anderen Umweltproblem zuwenden mit digitaler Technologie. Herr Dr. Werding, dann reden wir nochmal. Ich glaube aber, dass es eine Lebensaufgabe ist im wahrsten Sinne, weil die Menge an Kunststoffen, wie er ja produziert ist, zu wachsen, das werden wir nicht allein durch mehr Mehrweg lösen können. Und sollten wir ja vielleicht auch nicht. Wie gesagt, ich sehe das durchaus auch kritisch, diese Ausweichbewegung in Papier oder alternative Materialien, weil dann hat man zwar fürs gute Gewissen was getan, aber tatsächlich so Net Benefit für den Planeten? Fragezeichen. Ja, deswegen, ich glaube, der Marktführer des Rezyklate wird massiv steigen müssen, wenn denn die Kunststoffindustrie das auch begreift als den Schlüssel, um sich als Lösungsindustrie zu positionieren. Also wir brauchen massiv den Buy-in, angefangen bei den Kunststofferzeugern, über die Konverter, die Brand-Owner. Da fängt das Thema an, wirklich ernst zu machen beim Rezyklateinsatz. Weil dann klappt das auch mit der Zirkularität und dann schaffen wir auch, die Abfälle aus der Umwelt rauszuhalten. Ja. Was ich gehört habe, vielleicht nur wegen dem Rezyklaten, ist, dass die Toxikologen und die Recycler sich manchmal ganz schön in den Haaren liegen, weil die Toxikologen natürlich andere Anforderungen an die Rezyklate stellen als die Recycler selber. Haben Sie da Erfahrungen mitgemacht? Oh, achso, vielleicht können wir diese Frage dann einfach nochmal in einem anderen Forum besprechen. Ich habe jetzt die Info bekommen, wir sollen Schluss machen. Wir sind somit am Ende unseres Fachforums. Ich danke unseren Referierenden sehr für ihre Ausführungen, für die interessanten
Schritte, die es im Bereich der Kreislaufschließung von Kunststoffen, aber auch generell eben schon gibt. Ich hoffe, dass eben genau diese Kommunikation der einzelnen Akteure immer mehr verstärkt stattfindet. Da sind eben diese Netzwerke, die Sie, Herr Dr. Heinrich, angesprochen haben, wichtig, oder der Club, den Herr Dr. Berding innerhalb dieser der gegründet hatte, die sind halt super. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg weiterhin bei Ihren Arbeiten. Und alle Fragen, die im Forum jetzt nicht beantwortet werden konnten, weil es natürlich auch sehr viele waren, die können dann vielleicht auch bilateral beantwortet werden. Sie sind ja im Internet zu finden, beziehungsweise Ihre Kontaktdaten sind ja auf den Folien da. Also entschuldigen Sie bitte, wenn ich nicht alle Fragen genannt habe, aber wie gesagt, da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, die dann im Nachhinein zu klären. Ich bedanke mich, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, noch morgen auch viel Erfolg bei der Veranstaltung und genau, wünsche Ihnen alles Gute. Ciao. Tschüss. Wiedersehen.